Moin! Jo, ich möchte euch gleich ein tolles Messer vorstellen. Aber bevor ich loslege, der Advent ist ja bald da, die Weihnachtszeit beginnt. Und wer nochmal was Tolles sucht für seinen Adventsteller, den kann ich hier nur von der Bohlsener Mühle, die Christmas Cookies, empfehlen. Ja, die sind bio, die sind vegan, die sind mit Apfelnuss und Mandelkern. Und ich habe gerade schon einen probiert. Die sind ja sowas von lecker. Mann, 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 Mann. Total knackig, total nussig. Und nach 3-4 Sekunden entfaltet sich dieser tolle Apfelgeschmack. Kaufen. So, aber jetzt zum Messer. Ich zeige euch heute hier das Rev von Heiko Hess. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das Messer ausspricht. Deshalb entschuldigt bitte, falls die Aussprache falsch war. Das Messer kommt in einer ganz tollen Lederscheide. Und müsst ihr einfach mal ein bisschen googeln. Ihr findet da einiges im Internet zu den Messern und auch hier auf YouTube Videos zu Heiko Hess Messern. Da kann man halt eine Menge Sachen noch dran machen. Und kommt mit Feierstil. Der ist allerdings noch jungfräulich und soll auch jungfräulich bleiben. Ist halt nicht mein Messer. Ist das Messer vom Nighthawk Shadow, vom Daniel. Link zu seinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Unbedingt reinklicken. Der hat ganz tolle Videos in letzter Zeit hochgeladen und ist sowieso ein genialer Typ. Ja. Der hat da noch einen Kompass mit dran gemacht. Okay, Lederscheide, top. Da wollen wir uns jetzt aber nicht weiter dran aufhalten. So. Und hier ist das Rev. Oder Rev, ich nenne es jetzt Rev. Ich werde noch eine Makroshow selbstverständlich mit ranpacken. Hinten ans Video. Damit ihr das Messer nochmal wirklich genau bewundern könnt. Ich kenne jetzt die Heiko Hess Messer auch schon ein paar Jährchen. Die sind allerdings nicht persönlich. Ich hatte noch nie eins in der Hand. Das ist jetzt das erste Mal. Ja, allerdings wie gesagt nur durch Videos. Und wenn ich mal in Foren was gelesen habe. Übrigens die Specs zum Messer, die Daten, die werde ich euch jetzt mal hier einblenden, damit ihr Bescheid wisst. So. Und die Heiko Hess Messer, das ist ein deutscher Messermacher, der in Schweden lebt. Und ja, die sind in der Bushcraft-Szene, in der Outdoor-Szene sehr, sehr beliebt, haben einen guten Ruf und wirklich sehr, sehr beliebt. Und ich fand die auch immer cool, finde die cool. Die waren jetzt optisch noch nie so, dass ich total geschrien habe, ja, ich muss eins haben. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber das hat sich spätestens mit diesem Modell jetzt hier geändert, das mir der Daniel zugeschickt hat. Ja, ich glaube, das ist Redwood. Ich hoffe, das ist jetzt richtig und ich erzähle nicht irgendeinen Scheiß. ich habe das Messer bekommen und es ist halt auch wirklich kein Zwerg. Ist ein relativ großes Park Messer. River Gunny, Enzo Trapper, Mora. Und das hier ist dann jetzt das Heiko Hess Rev. Und das ist doch schon, das ist deutlich größer. Das ist ein ganz anderer Schnack als das Gunny. Sieht man schon auch an der Klinge hier. Wesentlich breiter, länger. Von der Stärke jedoch nur ein bisschen stärker. Der Griff ist ein bisschen breiter, ja. Also das ist so für mich die Grenze dessen, wo ich sagen würde, das ist okay. Das ist schon ganz cool. Aber größer möchte ich ein Bushcraft-Messer gar nicht haben. Ein Outdoor-Messer. Ne, ja. Ist schon ziemlich groß für mich. So, ich habe das Teil dann ausgepackt. Und ich muss dazu sagen, ich hatte neulich schon das Mink von Heiko Hess in der Hand.
vom Orifil. Und ja, das Mink gefiel mir schon ganz gut. Das war optisch, ja, ist so ein kleiner Arbeiter und kommt eher dezent daher. Hier jedoch jetzt beim Reff, ja, das Holz ist schon sehr cool. Und wenn man es dann in die Hand nimmt, und das war der Unterschied zum Mink, das war mir nämlich einfach vom Griff zu klein, das ist ein deutlich kleineres Messer von Heiko Hess, das. Also spätestens da war ich dann verliebt. Kann ich nicht anders sagen. Meine Hand, ich habe sehr große Hände, passt perfekt, passt wirklich perfekt. Und das Holz ist sowohl weich wie glatt und edel anmutend. Aber trotzdem gibt das sehr guten Halt. Also da bräuchte ich keine Handschuhe, wenn ich arbeite, zumindest die kleineren Arbeiten. Das liegt einfach super ergonomisch und klebt sich schön fest an der Hand. Große, große Klasse. Gefällt mir total. Die Daumenmulde an der Klinge ist auch großartig. Werde ich ja gleich nochmal zeigen. Da werde ich ein bisschen Holz auffedern, ein ganz bisschen schnitzen. Also es wird hier zu dem Messer keine großen Tests geben. Ich werde euch eine schöne Makroshow noch liefern, ein bisschen schnitzen und noch ein bisschen was erzählen. Ist ein Flachschliff und hat eine relativ feine Schneidphase. Und das Messer kam unglaublich die Schärfe von scharf. Flachschliffmessern kenne ich eigentlich nur von meinen Foldern. Ich habe hier ja noch das Trapper in Flachschliff und das ist auch scharf. Aber nicht so scharf wie das Reff. Also da hat der Daniel das Teil mal richtig schön abgezogen. Und das ist für ein Automesser, also unglaublich scharf. Ich habe ja auch schon ein paar jetzt in der Hand gehabt. Das Kodiak hatte auch Flachschliff, kam da auch nicht ran an die Schärfe. Also der entweder macht, beziehungsweise ich würde sagen, es ist beides. Es ist ein toller Anschliff. Und der Daniel hat das Teil super. Super geschärft nochmal. Das ist wirklich wunderbar. So eine Schärfe kenne ich normalerweise nur von den Scandi-Foldern oder mit dem balligen Anschliff. Und, ja, ist sogar noch ein Tacken schärfer als mein Ja. Gunny. Hier an der Spitze, er verjüngt es sich oben hin noch. Da hat man noch so eine leichte falsche Schneide. Ja, hier Lanyard-Hole. Da ist ein Lederbändchen durchgezogen. Und das Messer ist natürlich Full Tang. Also wirklich, das sind schon. Das Messer hat mich schwer beeindruckt. Es ist einfach so. Weil es so fantastisch in der Hand liegt. Also da kommt schon absolut das Willhabengefühl auf. Definitiv. Ich habe auch leider die Adresse vom Nighthawk Shadow vergessen. Deshalb kann ich es nicht zurückschicken. Ja. Wirklich klasse. Ne? Also wirklich die Ergonomie. Ich hätte es nicht gedacht. Es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die ich bemängel. Das ist einmal die Rampe. Seit meinem Gunny, das hatte ja eine richtige Rampe, auch eine scharfe Rampe, bin ich von Rampen bei Automessern echt total weg. Ich kann das nicht mehr leiden, wenn man wirklich mal tough arbeitet und viel Druck braucht und keine Handschuhe hat, ist das eine Katastrophe. Und ich arbeite gern ohne Handschuhe. Da muss es schon richtig kalt sein und ich muss richtig schmutzige Arbeit machen, um Handschuhe zu benutzen. Ich mag das einfach, das Messer zu fühlen in der Hand generell. Und jetzt ist es okay. Ich würde nicht sagen, dass es super ist, aber es ist okay, seit ich es abgeschliffen habe. Und hier hat man jetzt nicht wirklich eine Rampe. Aber es ist doch noch dieser Schwung hier drin. Und ich finde sowohl, es würde optisch besser aussehen ohne diesen Schwung. Und das ist Mist. Also davon bin ich total weg. Also wenn ich mir von Heiko Hess so einen Kasten machen lassen würde, dann würde ich auch, ja, dann hätte ich, dann wäre diese Rampe komplett weg. Dann würde wirklich vom Griff gleich der Schwung in diese Hohlkerbe reingehen. Und oder beziehungsweise vielleicht noch einen Zentimeter Plan und dann der Schwung. Das ist nicht wirklich schlimm, weil's halt hier ist kein Jimping eingearbeitet, keine ja, Vertiefung. Aber trotzdem, ich muss es nicht haben. Und das Lanyard-Hole ist ein bisschen klein, wie ich finde.
Also da bekommt man wirklich nur ein Lederbändchen durch. Paracord, glaube ich nicht, dass das durchpassen würde. Und Lederbändchen sieht natürlich viel edler aus und viel schöner und passt natürlich auch total zum Messer. Aber ja, nach ein paar Jahren oder so, ich weiß auch nicht. Vielleicht mag ich Paracord einfach lieber auch und ich hätte auch gern die Option, dass man was Größeres anbringen könnte. Okay, so, jetzt sind schon 10:40 Uhr. Nur Laberei, legen wir mal los. So, der Daniel hat mir empfohlen, dass besonders das wegen dieser ja, Daumenmulde, das feine Auffässern von Holz ganz toll gehen soll. Ja, also das Holz, das Messer ist ein richtiger Schneidteufel. Also wenn man damit ein bisschen zu viel Druck arbeitet, dann reißt das schon richtig was vom Holz weg. Also da muss man wirklich, wenn man ganz feine Curls haben will, ganz kontrolliert und vorsichtig arbeiten. Da hat der Daniel wirklich nicht übertrieben. Das ist, Entschuldigung, wenn ich aus dem Fokus raus war. Das ist wirklich ein extremer Schneidteufel. Ich bin ja einfach mehr der, ich stehe mehr auf dem balligen Anschliff. Ich persönlich habe auch mit dem balligen Anschliff überhaupt keine Probleme, sowohl das Schärfen, was eh ziemlich einfach ist, auch die Stabilität. Mein Ganni strotzt allem, also da hatte ich noch nie Probleme, null Ausbrüche, gar nichts. Das ist ja das, was man dem Flachschliff immer zugute hält, dass er, wenn man eine ganz feine Schneidphase hat, dass ja, der Flachschliff einfach mit der stabilste ist. Und das ist auch gut möglich. Aber mein Garni war bisher auch quasi unzerstörbar. Ja, aber das ist definitiv jetzt ein Messer, das mich wieder, dass die Liebe zum Flachschliff wieder absolut entfacht. Entschuldigt bitte, dass ich immer aus dem Fokus raufkomme. Ganz wunderbar, kann man nicht anders sagen. Jetzt noch mal mit ganz trockenem Holz. Dann will ich noch mal kurz mein Gunny im Gegenzug benutzen. Ja, das ist halt wieder, ich weiß auch nicht. Ich komme da nicht gegen an. Das schnitzt super, gar keine Frage und ist auch extrem scharf. Aber ein balliger Anschliff beißt sich für mein Empfinden einfach noch leichter durchs Holz durch. Aber gut, das ist jetzt überhaupt kein Jammern. Das Reff liefert eine super Performance und hat auch die deutlich bessere Handlage als das Garni. Also da kann das Garni überhaupt nicht gegen anstinken.
Das ist wie Butter. Also da lacht das Reff nur drüber. Das ist überhaupt gar keine Herausforderung. So, wie viel sind denn das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück, 1 Zentimeter. Kinderspiel. Das sind jetzt ungefähr hier an die 80 Seiten immer. Klasse, richtig so. Klasse. Doppelt. Richtig feiner Schneidteufel. So, okay, das soll es an Tests jetzt auch gewesen sein. Die harten Nummern spare ich mir. Ist schlicht nicht mein Messer und ja, wenn da beim Betoning oder halt bei härteren Prüfungen was kaputt gehen sollte, dann das ist nicht gut. Okay, nach den Tests ungeschärft. Nicht mehr ganz so scharf wie vorher, aber immer noch sau. Also wirklich immer noch sau scharf. Das ist immer noch eine Schärfe, da kommen manche Messer out of the box nicht. Ja, also ist halt sehr, sehr schnitthaltig. Gut, also Heiko Hess, Ref. Link zur Heiko Hess Webseite findet ihr auch in der Videobeschreibung. Jetzt noch ein Makro. Und noch ein paar Fotos. Bleibt gesund. Peace. Vielen Dank fürs Ausleihen, Daniel. Ich bin raus.
Spell.